Moin Leute, zurück bei Horizon Forbidden West. Ja, Nebenquest, das Tal der Gefallenen. Ich glaube, das war sogar das Richtige, was ich jetzt machen werde. Müssen wir eben gucken. Ja, das war das Richtige. Hier noch kurz eben die Nebenquest anschauen. Hier einmal das Tal der Gefallenen. Stufe 28 hier. Im Tal der Gefallenen haben sich viele tödliche Maschinen versammelt und die Tiefland-Tenakt gezwungen, ihr Gebiet zu verlassen. Aloy muss die Sache untersuchen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich ordentlich gleich rumschnipseln. Aber ich kann noch mal kurz bei den Fertigkeiten gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Wo machen wir denn da hier mal weiter mit den Fähigkeiten? Hier ist mal weiter. Ich wechsle ja immer mit den Fähigkeiten, also hier und da mal, ne? Da mache ich hier was und da was. Eigentlich ja, sowieso alles upgraden, ne? Also von daher sollte das okay sein, was ich hier mache. Hoffe ich zumindest, oder auch nicht. Okay. So sieht es im Moment bei mir aus. Die Fallen habe ich noch gar nicht richtig upgegradet, aber die habe ich bis jetzt auch gar nicht richtig benötigt. So, sonst habe ich glaube ich hier auch alles, glaube ich, was sein muss, glaube ich, ne? Alles dabei, alles mit. Ganz. Oh, ich sehe gerade, ich habe ziemlich Ressourcen. Ah, ich habe ziemlich Ressourcen. Naja, wir werden trotzdem weiter losgehen hier. Okay, müssen wir mal gucken. Moment, wenn wir kurz mal gucken. Ah, okay, das ist ein super Schuss. Ja, ich habe mich einige Sachen nämlich nicht drin gehabt und noch nicht ausgetestet gehabt. Ich habe mit der Steuerung noch nicht so richtig umgetestet, wie ich sollte, hätte sollen. Jetzt weiß ich mal einige Sachen. Okay, da muss ich gar nicht lang. Also man sollte auf jeden Fall am Anfang des Spiels die Steuerung kennenlernen und wissen, was man drückt. Ich weiß es halt immer noch nicht hundertprozentig. aber... Wir kommen auf jeden Fall weiter. Hat man ja gesehen, wir kommen auch so weiter im Spiel, auch wenn man nicht die ganze Steuerung inne hat, aber auch so weiter. Zudem muss ich sagen, ich bin hundemüde. Und ja, mal, dass es nicht so hinlos geht hier. Und dass ich nicht ganz so schnell anfangen wieder zu haten. Weil, wie gesagt, einige Sachen sind halt in dem Spiel nicht so 100%, wie ich es gerne gehabt hätte. Und immer alle Lager voll mitnehmen, ne? Aber ich mal die Schnellreise hat hier. Viele Lagerfeuer im Moment. Wundert mich ein bisschen. Aber egal. Das hat schon alles seine Richtigkeit, hoffe ich. Das ist falsch. Ja, der Wegweiser ist auch nicht wirklich hundertprozentig gut. Der führt mich uns sogar komplett in die Irre. Bei den Viechern. Das ist ein ziemlich gruseliges Gebiet hier, das ist ein Velociraptor. Marschallin Rivera mit einer der Vermissten. Okay, jetzt sind wir da. Beute unternehmen. Okay. Marschallin Rivera, ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenakt gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenala zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Und dann diese merkwürdig glühenden Lichter an der Küste. Das Tal ist verflucht. Wir hätten nicht reingehen sollen. Ich gehe rein. Los geht's. Maschinen an einem Ort. Klingt schlimm. Ich sollte mir das ansehen. Vielleicht kann ich es beenden. Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Nein. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Na schön, wenn du meinst. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay.
Danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schluchtrand. Folge den Zehen, Aloy. Okidoki. Etwas lockt Maschinen in das Tal. Klingt nach einer Art Köder. So, was für Blut mitnehmen. Metallknochen auf jeden Fall. Oh, Kristalle. Ist auch mal schön gern gesehen, Kristalle. Oh. Das ist halt so eine Sache, da drehe ich einfach durch. Ich habe jetzt einfach nur stumpf nach vorne gedrückt. Das sollte jetzt eigentlich automatisch den Balken lang laufen. Hat sie aber nicht. Warum, kann ich euch nicht verraten. Ich weiß es einfach nicht. Da kriege ich halt ab und zu mal Plack, ne? Ja, also ab und zu die Steuerung ist halt leider recht bescheiden ab und zu. Ein paar Monate unbenutzt und der Weg verlottert. Oder ist das Teil der Prüfung? Nein? Was springt ihr so doof in der Gegend rum? Also ab und zu, wie gesagt, ist es mit dem Springen und so eine Katastrophe, muss ich einfach mal sagen, ne? Das ist, bewegt sie sich auf einmal sowas von komisch, dass man echt denkt, sie ist bescheuert. Na gut, das kennt ihr ja auch. Guck mal, das geht automatisch auf einmal. Davor nicht. Ich nehme mal alles mit, weil ich brauche sowieso alles. Das ist gar nicht gut, rutscht gleich bestimmt irgendwo ab. Okay, ich sollte dem Pfad folgen. Ja, Aloy, das wäre eine gute Idee. Aber die Brücke hält noch. Da geht's echt tief runter. Na, die wird gleich schon auseinanderbrechen hier, oder? Das ist so grün da hinten. Ne? Umso mehr Loot auf dem Weg liegt, umso schlimmer wird es gleich. Wo soll es lang? Oh, ich muss höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Geschafft. Ich muss den Wasserfall und die Klippe südlich des Horus finden. Mein Sohn, oh Mann, gehen wir immer weiter runter hier. Lyra sprach von tödlichen Maschinen, die in der Nähe sind. Ivira hätte die Maschine erledigen können, als sie Kenalla half zu entkommen. Verwüstet durchsuchen. Noch eine tote Maschine. Ein Lagerfeuer ist schon mal sehr gut. Das muss Dex sein. Sieht sehr schick aus, hier gefällt mir die Gegend. Sehr schön. Aber keine Tierchen zum Jagen. Blöde doch da. Lichter. Muss die Zenith-Basis sein. Sieht aus, als hätten sie einen Schiff in dem ganzen Ort. Klar, dass sie ihre Basis auf ihrer Privatinsel haben. Aber zurück zum aktuellen Problem. Ich muss die überprüfen, die Vira erwähnte. Nahe des großen Wasserfalls und südlich des Horus auf dem Kamm. Ich brauche eigentlich noch Tierchen, die auf dem Weg liegen, die ich auf und zu abschießen muss. Da sind schon einiges drin. Böse Miezekatzen sind da. Da ist der Wasserfall. Und Killermaschinen, wie versprochen. Wenn ich recht habe und hier irgendwo ein Köder ist, findet man Fokus ihn vielleicht.
Was war das jetzt nochmal? Moment. Eis. War auch gut, oder? Das war doch gar nicht so schlecht, was ich da gemacht habe. Cool. Der ging ziemlich schnell down. Nice, nice, nice. Moment. Nehmen wir Eis. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Das ging ja fix gerade. Sauber. Da oben ist ja irgendwas. Ein Maschinenköder, dachte ich mir doch. Aber dieser hier sieht entwickelter aus. Nach Silex-Technologie. Ja. Das sollte ich mir näher ansehen. Der Controller am Vibrieren ist. Die Daten hier sehen nach Protokoll aus. Von etwas namens Delirius. Ein Silex-Köder? Da steht lokalen Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Ich sollte zur Klippe südlich des Horus aufbrechen. Dort ist vielleicht ein weiterer Köder. Okay. Da haben die Sinnes hier erstmal so einen Köder hingestellt. Warum auch immer. Die Bösen. Nachgebaut eigentlich. Schade. Nichts Tolles. Ein Fleisch. Was ist denn da? Da ist richtig gut drin. Das hat. Das war mir gut. Alles mit den Leuten. Hochklettern können. Wie Aloy mir auch mal die super Tipps gibt, ne? Da kann man hochklettern. Also. Okay. Ich glaube, ich bin in dem Gebiet, das Evira erwähnte. Oh, shit. Hier gibt es definitiv tödliche Maschinen. Wenn hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Alter, was sind hier denn? Donnerkiefer? Oh,
So einen komischen Kackvogel. Ich könnte Frostmunition einsetzen. Und den Bebenzahn haben wir auch noch. Alter, wollen die mich verarschen? Frost, warte mal. Frost. Mal stehen, Vogel. Alter, den haben wir schon gelegt, ey. Geil, Alter. Das ging ja fix. Hätte ich nicht gedacht. Donnerkiefer, das kann der nicht ab. Säure. Meine Ausdauer ist zu niedrig. Ach, shit. Nein. Nein, Alter. Ey, das ist gut. Ey. Hä?
Eisleiste. Okay, ich sollte mich umsehen. Vielleicht finde ich einen Köder. Das lief ja wie am Schnürchen gerade hier. Nice. War gar nicht so schwer, wie ich dachte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Abgesprengt, ey. Erstmal looten. Wo ist das Schweinchen denn? Hier sind auch Höhlen oder was? Hier hätte man sich drunter verstecken können. Ah, okay, hier gibt es auch Loot. Schön. Gut zu wissen. Angezeigt. Naja. Jetzt erstmal weiter gucken. Nochmal kurz hier. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Das wäre natürlich ärgerlich, ne? Da gibt es bestimmt noch viele andere schöne Sachen. Kann ich schon wetten. Ich geh nochmal kurz hier rum. Ich lade mich nochmal kurz rum. Wo ich jetzt über irgendwas übersehe, wie gesagt. Ja, wunderschön. Bebenzahn gelegt und ein Donnerkiefer. Und so einen komischen Kackvogel. Das lübt. Noch ein Köder. Ich muss mal die Ecken absuchen, ob dann hier auch immer eine Kiste rumliegt hier. Ne? Immer gucken, gucken, gucken. Na schön, jetzt wird das Ding abgeschaltet. Ja, ja, dann fahren die Erleuchtung auch gleich. Nämlich jetzt. Ein seltsames Protokoll von dem Julius. Es erwähnt einen dritten Köder in der Nähe. Was? Ich schaue mir das an. Und da lag ich wohl richtig. Noch einer. Die Sinets haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Wo muss ich da jetzt hoch? Da oben muss ich irgendwie hoch. Ja, wie? Fragezeichen, wo kommt man da hoch? Hä? Ah, hier oder was? Okay. Wie gesagt, wenn ihr eine gute Rüstung braucht, ne? In Dornmarsch immer kaufen. Ne? Da, hier, da gibt es die besten Rüstungen im Moment. Legendäre, seltene Rüstung. Dornmarsch, da müsst ihr hin, da gibt es ganz viel zu kaufen. Müsst ihr natürlich Material vorher auch mitbringen, sonst könnt ihr die Sachen nicht kaufen, aber da habe ich jetzt meine ganzen Gear gekauft. Also auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Ne? Genau. Also die Viechchen wieder irgendwo. Da. Da ist der Köder. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich ihn abschalten kann. Joa.
Okay, ein paar Fallen könnte ich auch mal stellen. Warte mal eben. Oh ja. Da sitzt einer. Schwach gegen Stromkram. Feuer. Frage, gegen was war das noch? Gegen Eis oder was ist das? Wasser ist das, ne? Hab ich nicht. Das ist natürlich blöd. Egal. Erstmal. Okay, rückt auf. Oh, Alter. Nice. So langsam kriege ich es auch raus, was ich hier machen muss in dem Spiel. Obwohl ich schon Level 34 bin. Das hat ein bisschen gedauert. Wenn man die Specials nutzt, dann geht es auch ein bisschen einfacher auf von der Hand, ey. Also, nee. Schön weggerockt. Sehr geil. Sieht jetzt alles easy aus, aber muss ich erstmal einspielen. Das hat ein paar Stunden bei mir gedauert. Jetzt gehen mittlerweile Kiste aber raus, deswegen immer Vorsicht und immer spielen. Spielen. Eine der vermissten Tenakt. Moin. Was macht eine Fremde so weit hier draußen? Das Tal freimachen. Du musst eine der vermissten Tenakt sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dex und Kenala. Sind sie... Kenala lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Sie auf einmal, ja. Ivira. Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveta... Oh, oh. Das sieht mal nach Kampf aus. Was? Bist du dabei, Marschall? Oh, Phantome! Meine Klinge gehört dir! Ey. Dürfen die Dinger töten? Was sind die? Vorbeischießen,
Das war unglaublich! Ich werde nach Rebecca sehen! Ja, schreiben wir noch mehr rum. Ich sollte den Köder in der Nähe überbrücken. Geil. Und nochmals geil, die Ausrüstung. Wie gesagt, ich spiele hier mit Eissturm, Bolzenschießer, dann hier Garde-Jägerbogen, Delta-Scharfschützenbogen, pulverisierender Stachelwerfer. Gut, das Ding ist noch nicht so geil. Und ja, gut, das ist auch nicht so geil. Aber alles bei Dornmarsch zu kaufen. Und sonst müsst ihr in die Arena gehen und dort leveln und looten. Da gibt es nicht legendäre Sachen. So sieht man aus. Macht mich mega Bock. Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Ja, brücken. Oh, erstmal schlagen. So, überbrück, Eloy, überbrück. Okay. Müsste der letzte sein. Sie wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Ich hab ne Aufgabe für dich. Der Julius ist anders verrückt. Klapp und mach, was dir gesagt wurde. Nimm die Roboter von hier, um den Ort frei von lokalem Abschaum zu halten. Ich würde es selbst tun, aber Gerard meint, ich muss mich konzentrieren. Also hab Spaß für uns beide. Wird gemacht, Wohltäter Wisser. Auf den Julius ist Verlass. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte Evira informieren, dass das Teil sicher ist. Okay, machen wir sofort. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe, wie gesagt. Immer die Gegend absuchen. Ab und zu übersieht man ganz gerne mal was. Überall irgendwelche Sachen. Rüstiges Lager. Hinteres Vorratslager. Hinteres Vorratslager. Okay. Nehmen wir natürlich alles mit, ne? Ah, toll. Nur eins. Ressourcen sind wichtig. Wenn man das nicht mitnimmt hier und alles liegen lässt, kann man irgendwann nicht mehr kämpfen, weil man nichts mehr bauen kann. So ist es nämlich leider. Wahrscheinlich ein paar gebrochene Rippen, aber... Bin gleich zurück. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Und diese seltsamen Maschinen. Meinst du, es kommen noch mehr? Nein. Ich fand heraus, was die Maschinen ins Tal brachte. Und setzte dem ein Ende. Oh, gute Nachricht für den Clan. Du willst nicht noch mehr von den Dingern bekämpfen, Evira. Sie sind nicht wie andere Maschinen. Für die Meister, denen sie gehorchen, sind Menschen... unbequem. Sie töten jeden, ohne nachzudenken. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Die Lichter vor der Küste. Sind die von Ihnen? Ja. Es ist eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Es ist etwas für eine Streiterin, keine Marschallin. Bitte, nimm das hier. Es kann dir zukünftig helfen. Danke. Das Tal sollte sicher sein, erstmal. Aber du musst den anderen Tenakt sagen, dass sie sich von der Insel fernhalten sollen. Beim Wort der Streiterin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy. So, Himmelschlag Bolzenschießer. Okay, den habe ich gekriegt. Da wieder ein paar Fähigkeitspunkte gekriegt und einen Rangaufstieg. Sehr schön. Das ist immer gut und hilft mir auf jeden Fall. Ja, Fähigkeitspunkte ausgeben. Jägerin machen wir nochmal am besten. Oh, kann ich nicht. Egal, machen wir das hier. Ne, das brauchen wir nicht. Das vielleicht mehr. Was ist das? Moink. Ja, musst du eher als upgraden. Umso stärker man wird, umso einfacher wird es im Spiel, wie gesehen. Jetzt werde ich nur noch Nebenquests annehmen. Also es wird jetzt viel gesabbelt hier und so. Und ich werde nochmal kurz
hier im Dornmarsch mal gucken, ob ich irgendwas kaufen kann und upgraden kann und Material mitnehmen kann und all sowas. Also jetzt werde ich nicht mehr Let's Plays, also nicht mehr Let's Playen, sondern mehr oder weniger nur noch Nebenmissionen annehmen, Sachen zusammenkaufen und mich ausrüsten. Weil ich will auch nochmal Nebenquests nochmal wieder annehmen. Moment. Also eigentlich wollte ich nochmal einen Frostjägerbogen. Eigentlich wollte ich nochmal sowas irgendwie nochmal neu. Also boah, ich wollte nochmal hier nochmal einen Jäger, also einen besseren Bogen, so. Da muss ich dann nochmal gucken. Nebenquests annehmen will ich hier auch mal eben kurz. Ja. So, und hier im Dornmarsch kriegt man echt die besten Sachen, ne? Also geht auf jeden Fall da vorbei und, ne? Und so. Ich bin Mutter. Nun los. Psst. Sie kommt wieder. Ruh dich aus. Behalte sie im Auge. Ist sie krank? Du bist Aloy, nicht wahr? Begleite mich. Ich bin Ateka, Kommandantin des Tiefland-Clans. Das Mädchen, Zella, sie hat eine Blutjochvergiftung. Seit Monaten verseucht es unser Wasser und verdirbt Essen und Trinken. Wir haben gelernt, einigermaßen damit zu leben. Doch kürzlich, einfach so, verschwand dieser Dreck fast ganz aus dem Tiefland. Nur ein Fluss ist noch rot. Wie ein Aderabzweig eines Kadavers. Also ist das Wasser hier noch giftig? Ganz genau. Mein bester Trupp, geführt von Zellas Mutter, sollte die Quelle suchen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Okay. Hikaru erzählte, wie du in der Kulrut ein Stück des Throns auf Regala fallen ließt. Du hast ihn gerettet. Leih mir deine Kraft. Gemeinsam finden wir meinen Trupp und die Quelle des Gifts. Ich helfe dir mit dem vermissten Trupp. Gut. Ich breche jetzt auf. Je länger sich das Blutjoch hält, desto länger leidet mein Volk. Wir folgen dem roten Fluss, wie es auch der Trupp getan hat. Vielleicht entdecken wir irgendeine Spur. Bereit? Ich komme nach. Ich muss erst noch etwas erledigen. Ich werde nachkommen. Also gut. Such die Mündung des Roten Flusses. Folge ihm. Dann wirst du mich schon finden. Okay. Okay, wie gesagt, ich komme so schnell. Das machen wir mal anders. Das ist uns ja zu viel des Guten. War eben schon hart genug gekämpft. Auch wenn es alles einfach aussah irgendwie. Aber wie gesagt, es liegt daran, dass ich halt so weit bin schon. Blutjoch. 27er Level. Okay. Was haben wir eigentlich noch offen? Aufträge. In voller Blüte, der erste Flug, das Fortdauern. Also wir haben noch ganz schön viel offen, wie man sieht. Richtig viel, aber das kommt alles nach und nach. So, jetzt wollen wir mal kurz mal gucken hier, wegen meiner Rüstung und so. Achso, warte mal, ich kann hier nochmal eben... Nee, wo sind wir jetzt hier? Wo ist denn der Getränkehaini? Wo ist denn der Getränkehaini? Hier sind, nee, hier ist Essen. Moment, mal gucken, was ich hier noch machen kann. Natürlich hier, das sind auch Buffs, ne? Immer mitnehmen. Immer einfach kaufen und mitnehmen, einfach machen. Falsch. Ja, das hier zurechtfinden ab und zu den einzelnen hoch und runter hier ist ein bisschen doof ab und zu. Fremde, möchtest. So, eigentlich brauche ich noch einen besseren Bogen, ey. Also wie gesagt, hier kriegt ihr alles, ne? Hier kriegt ihr alles, alles was geil ist. Wildfeuerjägerbogen. Leuchtspringer. Hört sich auch geil an. Tja. Also ich brauche auf jeden Fall irgendwas mit Feuer noch. Einen guten Bogen, aber ich glaube... Nehme ich den mit?
Ich glaube, ich nehme die noch mit. So. Outfits kriegt ihr hier auch noch im Lager, muss ich noch mal gucken. So, was haben wir den hier noch mit? Ein Feuer. Jetzt haben wir fast alles, außer Wasser, glaube ich. Das haben wir, glaube ich, alles. Boah, doch. Schick. Wie gesagt, da kriegt ihr auf jeden Fall immer die guten Sachen. Den heißen Shit. Und immer auffüllen. Bevor ihr in die nächste Mission geht, immer auffüllen. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, wie teuer hier die legendären Sachen bei ihm näher sind. Und der ist der richtige Weg hier, oder? Lass dir diese Chance zum Handeln nicht. Ah ne, Bemalung. Okay, warte mal. Da wollte ich gar nicht hin, aber egal. Hier wollte ich nicht hin. Hallo. So, hier gibt es auch gute Rüstung, also Outfits. Leider brauche ich hier noch Donnerkiefer, Zirkulator. Habe ich einen? Okay, Spitzenschlängelzahnherz. Schlängelzahn? Mein Angebot. Warte mal, wo kriege ich die denn her? Das Gebiet war hier oben. Ach da, guck mal. Wollen wir da mal probieren, so einen Schlängelzahn zu legen? Ich will das mal probieren. Machen wir das? Ja, ne? Komm, wir machen das nochmal eben kurz. Wir probieren das nochmal eben einmal. Hm, ob ich da irgendwie so ein legendäres Herz kriege, dann kann ich vielleicht nochmal eine geilere Rüstung kaufen. Ich bin selber gerade so ein bisschen aufgeregt, ne? So, bevor was schief geht, speichere ich nochmal manuell. Immer safe bleiben, machen tun. Sorry. Ja, ich kill sehr ungern hier so Lebewesen. Oh, guck mal, da kann ich das auseinanderhauen. Meinen Bogen hängen ausprobieren. Okay. Die sind erstmal alarmiert. Wow. Nein. Yo, Alter. Okay. Ich probiere es auch nochmal. Alter, ist das Ding stark. Krass. Ich hätte jetzt nicht mit gerechnet, dass es so stark ist. Heftig. Flasht mich gerade voll weg, ey. Oh, falsche Richtung. So, ein Timo von London, wo es gar nicht so schwer ist hier. Also noch irgendwelche dicken Dinger. Krass, ey. Aufgebaut worden, das denn? Thank you.
Moment mal, ich bin was bin nur noch allergisch. Hä, was bin ich jetzt gleich noch? Nein! No jetzt, Aloy! Ah! Wollen die mich verscheißern? Ey, wirklich jetzt? Moment. Wow, Alter. Wow, 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 wow. Tada! So, war es jetzt das, was ich brauchte? Oder habe ich jetzt einen Zirkulator? Ich glaube, das war jetzt nicht das, was ich gebraucht habe. Aber egal. Das war auf jeden Fall ein guter Kampf. Also, ich habe sogar auf den Sack gekriegt. Da muss ich erstmal einspielen, ne? Sag ich immer wieder. Mehr gibt's hier nicht. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück nach Dornmarsch. Ah, das war aber, fand ich ganz cool, ey. Fand ich ganz cool. Fieser Schlangenzahn. Da muss ich wahrscheinlich öfters mal hin. Gehe ich von aus. Wo ist eigentlich noch die Schnellreise dahin? Irgendwo rein. Das war irgendwie schnell. Schnellreise muss ich mir auch noch gleich kaufen. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht das gekriegt, was ich brauche. Ich glaube, ich habe das Herz nicht gekriegt, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Moment mal. Wo ist jetzt der blöde Händler wieder? Erst wieder, das mache ich mir Wegweiser. Das ist hier. Färberin Outfit. Ah, darf ich auch noch mal kurz hin? Nur herein. Dornmarsch ist eure erste Adresse, wenn es um Equip geht und alles andere auch. Da müsst ihr auf jeden Fall hin. Anders geht's nicht.
guten Tag, Fremde. Gehe erhobenen Haupt. Ich denke, da war ich auch noch. Kurz mal gucken hier. Ich bin eigentlich voll mit Tränken, wieso kann ich nicht so viele tragen? Das ist auch nervig. Das muss toll sein. So. Ich finde, so wie es ist, eigentlich gar nicht ganz so nett. So, jetzt müssen wir zum Outfit, Heini. Ich weiß, wo meine Loyalität liegt. Na gut, ich bin auch falsch gegangen. Weißt du, was noch beeindruckender ist? Ah, aber ich glaube, ich habe nicht gesagt, nicht das. Okay, muss ich wahrscheinlich, also, wenn man das haben möchte, das Outfit, das Legendäre, muss man halt öfters da diesen Schlängelzahn, wie das Ding heißt, öfters legen. Oh, ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Mann, ey. Kenne dich. Komm schon, wir ran da. Nee, habe ich nicht. Ja, schade. Spitzenschlängelzahnherz. Ja, da muss ich mal öfters mein mal Angebot steht noch. So, Eine Soldatin wie du sollte nur beste Rüstung tragen. Wie will man auch wieder? Vorsicht jetzt. Dann schön Nebenmission. Vielleicht werde ich Aloy erstmal leveln. Und dann mal gucken. Beutel-Upgrade, sehr schön. Fallen-Upgrades brauche ich nicht. Schildfeuerbogen grade ich mal ab. Wo ich ihn jetzt nicht so spannend fand, um ehrlich zu sein. Sonst kann ich hier, glaube ich, gerade nichts upgraden. Nee. Ja, gut, der Rest interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr hier. Nutze ich sowieso nicht mehr. Muss ich was verkaufen, wa? Fremde! Warte mal, ich kann nicht hier reisen. Genau, die brauchen auch nochmal. Hier, bevor ich es aus meiner Truhe nehme. Kauf das mal eben kurz. So, verkaufen. Dann lass ich nochmal den Frostjägerbogen. Die hau ich weg. Nee, warte mal, was ich noch? Brauche ich auch nicht mehr. Glaube ich zumindest. So, hier kann man eigentlich auch noch was verkaufen. Ich habe ordentlich gefarmt, wie man sieht. Da kann man auch ein bisschen was verkaufen. Aber nur die Wertgegenstände, sonst nichts verkaufen. Sonst habt ihr vielleicht eventuell die A-Karte. So, würde ich sagen, was jetzt erstmal. Danke fürs Zusehen. Reingehauen zum nächsten Mal. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich habe bestimmt auch noch andere Nebenquests hier irgendwo, die ich annehmen kann, weil ich habe einige Sachen nämlich noch nicht mitgenommen. Da muss ich nämlich irgendwann nochmal schauen, wo hier noch Nebenquests sind. Hier, guck mal, da ist noch eine. Da, die nehme ich noch mitnehmen. Ja, muss ich da nochmal gucken. Aber als nächstes sehen wir dann auf jeden Fall im nächsten Mal wieder Nebenquest. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Danke für den Support. Tschüss. Deine Chance kommt.